Herzlich willkommen im Schatten des Berges bei Hogwarts. Eine gelbe Mission. Ich gehe mal davon aus, erstmal Sebastian, die sind immer ein bisschen länger. Ich hoffe, dass ich das zeitlich jetzt gut hinbekomme, weil es ist um die Mittagszeit und ich muss noch in einer Stunde weg. Und dann starten wir mal. Viel Spaß dabei. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. So, dann schauen wir mal, was auf dem Weg, wo der uns hinführt. Okay, super. Confringo! Verschwinde! Levioso! Beeindruck! Kruzi! Confringo! Bombarde! Confringo! Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Rebellion. Gut gemacht. So. Rebellion. Sonst nix. Ah, da hoch. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Ah. Und Google war noch da, ist, ne? Oh, was kommt da? Das Testralnest muss in der Nähe sein. Ins Handy. Confringo. Rebellion. Ah. Leviosa. Es tut
Tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen. Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Okay, gut, da hätten wir noch eine Merlin-Prüfung. Wir können. Rebellion. Ich nur gerade. Warte, over. So, das hat mir nicht zugehört, aber... Ja, da ich jetzt super weiß, wie die funktionieren, konnte ich mich jetzt nicht zurückhalten. So. Dann geben wir erstmal ein bisschen Gas. Wir brauchen einen Plan. Oh. Damit kommst du nicht davon.
Revelio. Sie hatten es nicht anders verdient. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. So, hier ist noch eine Truhe. So, was ist das da? Oh. Da, warte mal, gucken wir noch kurz da hin. Revelio. Gut, da scheint nichts mehr zu sein, aber hier. Ich vermute. Wie sind wir nochmal? Feuer? Inzentrum! Ja. Also, ich gehe mal davon aus, dass es noch relevant wird, denn. Weil, ja, war blau. Rebellion. So, dann geht's wohl weiter. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis. Ah, die sind da oben. Also hier sind wir schon mal rumgelaufen. Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Weil du warst schon mal, bist hier du schon mal leer gewesen. Hallo? Revelio. So, das war eine Duellleistung. Ja, also die kommen häufig genug, glaube ich. Also bis jetzt. Ja. Also fehlen nur noch 4, dann haben wir das auch abgeschlossen. Oh. Da sind wir nicht mehr so weit weg entfernt von Level 39. Okay. Lumos. Mal gucken, ich glaube, da hinten ist eine Truhe, oder? Ah, die haben wir aber schon. Ich kann trotzdem gucken. Ups. Ja. Gut. Wenn man zu schnell läuft, da verschwindet die nicht schnell genug, da kommt man trotzdem dran. So, was ist das jetzt? Revelio. Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Aha. Ich werde mich schon retten. Komm, trink. Nein. Das muss es sein. Revelio. Sebastian. Oh. Warte. Warten! Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf! Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich.
Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Ranrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Okay, da unten sind noch welche. Ist da jemand? Wie unverschämt! Ranrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Ja. So, weiter geht's. Revelio. So weit, so gut. Charmant. Spinnen. Wie passend. Confingo! Levioso! Confingo! Revelio! Ja, da. So. Also ich glaube, hier selber waren wir noch nicht. Okay. Wie komme ich da hoch? Da, oder? Ja. Incendium. Jawohl, da ist eine Truhe. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, mindestens drei Schubser, denke ich. So, Revelio. Revelio. Ach, irgendwo Truhe. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Revelio. Da kommen wir bestimmt hin, Schwimmer. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Da haben wir das A. Oh, da kommt ein Gegner. Incendio.
Contringo! Reveli! Nervige kleine Biester, nicht wahr? Reveli! Hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Ah, boah, das ist aber Truhe. Ah. Irgendwie hat es gerade gehonk. Hab ich gedacht. So. Reveli. Okay, weiter. Revelio. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Contringo! Descendo! Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Reveli. So, sehr spuckend. Da ist noch eine Truhe. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Also ich weiß schon grob, was man wahrscheinlich machen müsse. Aber erst umschauen, da könnte nämlich auch noch irgendwo was sein. Incendio. So. All die Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Reveli. Ja, das brauchen wir, glaube ich, mit so einer voll. So, wir müssen gleich die blaue Dinger da aktivieren. Okay, sonst sehe ich nichts. Warte, das nochmal spielen. So, warte, jetzt muss ich mal noch gucken. Endlich können wir hier raus. Ah, das war schon im Feuer anscheinend aktiviert, das hat schon ausgereicht. Okay, was liegt da? Ah. Tagebucheintrag. Suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Reveli. Okay, da geht's weiter. Oh, ein Groll. Boah, geil. Brückengewiss. Contringo!
ins Handy. Scheiße, ich würde keinen alten Mann, die ärgerlich. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Naja. So, was gibt denn da noch? Reveal. Ah, okay. Das könnte man wahrscheinlich mit, wo ist es dann? Reparo. Reparo. Ja. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Reparo. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Revelio. So, ist da noch irgendwo was? Ja, guck mal da hin. Ohoho. Confringo! Revelio. Ah. Incendio. Revelio. So, hätten wir ja fast vergessen. Hier ist nichts mehr. Da, was hat denn das gemacht? Nix, oder? Nö. Okay, kommen wir da noch rechts. Ja, kann man. Also, ja, geht nur noch rechts. Okay, dann müssen wir hier irgendwas. Mit diesem Block da mache. Revelio. Ah, darüber. Ist darüber irgendwo was? Ne. So. Ach, guck mal. Tagebucheintrag. Ach hier. Okay. So. Tagebucheintrag. Isadora war hier. Jawohl. Revelio. Ah, guck mal, da ist noch irgendwas. Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Revelio. Ja, wie komme ich da rüber? Boah, ey, warum bin ich da rüber gesprungen? Revelio.
hier. So, blöde Frau, kann ich die... Ne, das geht gar nicht. Revelio. Was war das jetzt, was ich da wollte, holen? Ach, ich bin ja wieder im falschen Raum. Revelio. Ich depp. Ach hier. Vingardium Leviosa. Ich bin dir wieder runtergefallen. Boah. Mann. Revelio. War wieder genial. Ach hier. Vingardium Leviosa. Nun, du hast es versucht. Immerhin etwas. Na, ich gehe jetzt aber vor. Das war hoch. Revelio. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt. Boah, warte. Mann. Orientierung wie Geschiss. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Aber jetzt haben wir immerhin eine Schale. Ja. Revelio. Das ist übrigens was, das hätte ich vorher auch mal bei Sache können machen, wo ich nicht rankommen bin. Okay. Noch eine Barriere. Jetzt werden sie bestimmt durchbrechen. Revelio. Okay, da kommt schon auf das siebte gleich. Okay, das Risiko ist es wert. Das klingt eher beunruhigend. Okay, was ist das hier? Du hast das selbst fast nicht besser gekonnt. Revelio. Oder? Halt. Ja. Warte. Guck mal da. Incendio. Gut, das war nur Gold. Revelio. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Müssen wir mal gucken. 1, 2. Revelio. 3, so. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon okay, wo ist das? Können. Ah, hier müssen wir sie erst. Confringo!
Weg. Da komme ich dran. Wo ist das andere? Gut, das ging ganz gut. Ein weiterer von Isidora geschaffener Bereich? Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Antrag 7 von 7. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das sollen wir nochmal gleich machen, das erste. Hier das. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Okay, ich hoffe mal, dass wir hier jetzt alles gefunden haben. Da ist der magische Gang, die Krypta betreten. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Revelio. Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke.
Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Im Schatten des Berges abgeschlossen. Oh, und ein Talentpunkt. Rivelio. Neuer Auftrag verfügbar. Ich habe einen von Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Okay, anscheinend... Ja, also da etwas freigeschaltet. Ich glaube, ich würde das dann auch als nächstes auch direkt machen. So, kommt noch was? So, Talente. Schauen wir mal. Ah, nee. Boah, ich bin da echt immer so ein bisschen, was mache ich? Ja.
Das wird so oft benutzt. So, Aufträge, was haben wir da jetzt überhaupt? Ja, so, das haben wir echt wirklich. Das sind die Aufträge. So, mal nochmal kurz gucken. Noch vier Hauptaufträge und neun Beziehungsaufgaben, Nebenaufgaben. Okay, ich bedanke mich vielmals bei euch und ja, bis dann zum nächsten Video. War wieder sehr spannend und ciao.